Schupp! Geiler Einstieg, geiler Einstieg. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge von eurem Stu. Ihr merkt, ich bin hyped, denn heute gucken wir uns den neuen Lugatti und Nine Song an. Der kommt featuring OG Kimo. Yes, sir. Kreislauf nennt sich der Song, ist auch noch produziert von Funkvater Frank. Auch ein nicer Producer. Deswegen ist meine Community-Frage auch an euch: Welches Feature wünscht ihr euch für Lugatti und Nine als nächstes, das sie bis jetzt noch nicht hatten? Ja? Meine Antwort erhaltet ihr wie immer am Ende des Videos, bleibt also bis zum Ende dran. Außerdem folgt mir gerne auf Instagram, dort könnt ihr jederzeit mir alle eure Songs schicken von euch, euren Homies oder einfach Songs, auf die ich reagieren soll. Außerdem abonniert natürlich gerne den YouTube-Kanal. Nächstes Ziel: 2100 Abonnenten. Let's get it! Jetzt gönnen wir uns Lugatti, Nine mit dem Song Kreisler featuring OG Kimo. Produziert bei Funkvater Frank. Jetzt geht's. Nice, das ist mal wieder mal was anderes als dieses ganze Trap-Ding. Ich feiere das natürlich auch, wenn es mal so ein bisschen in eine andere Richtung geht und ein bisschen, ja, wie der Funkvater Frank ist, ein bisschen funky ist. Ich bin sowieso großer Fan von Funkvater Frank. Er hat wirklich geisteskranke, nice Arbeit geleistet auf den OG Kimo. Tapes, Songs, was auch immer, immer Baba. Ja, dein Kreislauf hält nicht stand. Iced out, necklace, man. Sorry, ich nehm niemals deine Direct Message an. Oh. Okay. Aber das ist nice. Das kam jetzt auch anders als erwartet. Das ist jetzt doch natürlich noch so ein Kick dahinter so. Aber das ist natürlich trotzdem so ein bisschen so eine andere Art von Beat, die man jetzt so jetzt in der letzten Zeit häufig hört, so im Newcomer Deutschrap Game. Umhängetasche stinkt bis zum Himmel. Umsätze zählen, machen nur Gewinne. Irgendwie fand ich das gerade so unterwahl. Das ist irgendwie so ein nicer, entspannter, aber trotzdem so nerv mich nicht Vibe, so, wenn ihr versteht. So. Sehr, sehr lustig. Welche Bilder, sie fragt mich, wie ich es finde. Ich sehe ihren Freund auf der Straße und muss grinsen. Ich sehe ihren. Ich hatte ihn jetzt bis jetzt noch nicht so auf der Karte, was so funny Lyrics angeht. Ich weiß, er macht schon sehr kreative Lyrics so, aber so richtig so, wo ich so wirklich lachen muss, hatte ich eigentlich bis jetzt bei ihm noch nicht so das Gefühl. Also falls ich da auch falsch liege und falls ihr so einen Song kennt, der genau auf das passt, was ich gerade gesagt habe, dann nochmal in die Kommentare. Ihren Booty und nimm ihn unter die Linse, ja. Einmal mit dir rummachen und dann wieder verschwinden. Ey. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt so ein Song, wo es keine krasse Hook gibt, sondern eher so, wo alle nacheinander so ein bisschen spitten. Aber ich bin mies hyped auf den Nine-Part und noch mehr hyped auf den OG Kimo-Part. Ja, ey. Ich habe OG Kimo ein bisschen, sag mal, zu spät mitgekriegt. Ich habe jetzt nicht direkt vom Anfang an auf dem Schirm gehabt, aber ich fand zum Beispiel die Othello-EP, das war einer der wenigen Tapes, die ich wirklich fast perfekt fand, ja. Gut, waren jetzt auch nur so 5 Songs drauf oder so, aber trotzdem, so eine Perfektion abzuliefern, ist nicht einfach, ja. Deswegen habe ich für immer Respekt für OG Kimo. Deine Mutter ist ein Ork, renn rein, mach Sport, Moshpit, Selbstmord, Gangster ist Ganglord. Man kann OG Kimo nicht haten. Er ist einfach so ein sympathischer Rapper, er ist so ein guter Rapper. Also ich kenne eigentlich keinen, der sagt, boah, OG Kimo, nee, feier ich gar nicht so. Ich meine, come on, so. ZNK, KDK, es gibt niemand dieser Sorte. Fahre zu fünft in den Ort, schwarze Hoodies, weiße Forces. Ey, häng mit deinem Nachbarn. Ich habe wirklich für OG Kimo nur Liebe übrig. Es geht von dem Diss an Daniel Aminati rüber zu seinem Live-Auftritt, wo irgendwie die Elektronik ausgefallen ist und er irgendwie trotzdem weitergemacht hat. Zu seinen Tapes einfach. Der Typ ist einfach ein Multitalent und einfach verdient das Dreifache an Respekt, was er bis jetzt in der Szene hat. Baseball-Bett in dem Kopf, sein Gesicht. Deine Slug tropft auf den Chopper, mein Nigga. Guck, deine Slug tropft auf das Leder vom Beam. Dein Portemonnaie ist jetzt ihm. Nigga, du redest zu viel, ich pass schon allein mit meinem Tape. Und man muss wirklich sagen, bei ihm kommt irgendwie dieses Straßending, es kommt irgendwie so ein bisschen natürlicher. Es kommt irgendwie so ein bisschen, als wäre tatsächlich so ein Straßen-OG. Das klingt irgendwie nicht aggressiv in dem Sinne so, ich hau dir jetzt direkt auf die Fresse, sondern halt so ein bisschen so Pate-mäßig, wenn ihr versteht. Ich bin das Täterprofil, mein, gibt's keine Friede mit mir, gibt's keine Handshakes, große Klinge, nenn mich Sensei, ich jage lila Papier, Mac in dem Bentley, 20 Stotties auf dem Handy, eine von ihnen ist. Und
Also, man muss wirklich sagen, Kimo hat schon zerstört auf seinem Part hier gerade eben. Also, vielleicht liegt es auch an dieser Harmonie zwischen ihm und Funkvater Frank, dass das einfach irgendwie so, dass es einfach so eine natürliche Connection ist, dass es schwer ist für andere Leute da auf der gleichen Ebene zu rappen. So. Ich esse Pussy wie Pancakes, gib mir einen Schluck von dem Brand, ey. Cardi und 9 plus Audi, Kimo, Sabe und Frank, ey. Zähl den Cardi, Cardi Gang, ey. Alles easy, schuh. Geiler Einstieg. Und jetzt nochmal so ein bisschen Style-Wechsel, so geil. Feier ich, yes, finde ich richtig gut. Gebe dir kein Kuss, nein, schreib dir ein Gedicht. Und sie findet es so nett, dabei war es eine Ballade. Und wir zwei landen im Bett, ey, yeah. Aber jetzt muss man wieder sagen, das ist jetzt wieder so ein bisschen auf funny gemacht. Also ich finde, man merkt auf dem Song, dass Lugatti und Nein quasi ein Team bilden und Kimo und Funkvater Frank ein Team bilden, wenn ihr versteht. Von leblos zu leblos, von unmöglich zu unumkehrbar, ob mich deine Meinung juckt. Er kommt auch böse auf die Beats. So. Ich habe noch gar nicht zu dem Video gesagt, ich finde das Video bis jetzt auch wirklich super nice. Es ist einfach geile Vibes, so wie diese Zwischensequenzen gedreht sind. Gefällt auf jeden Fall. Nein, ich finde deine Technik gut. Streich, wechsel mein Dribble wie Butter aufs Brot. Und nein, ich rede nicht mit Paulis. Toleranz ist unendlich, sind den Scheiß gewohnt. Frankie Gunny, nein, OG. Boah, das ist ja Frankie Gunny, nein, OG. Okay, also vielleicht habe ich da Nein auch ein bisschen gerade unterschätzt, so, also, ja, kommt schon krass, er kommt schon wirklich sehr krass auf den Beat, so. Ja, das war's mit dem Song. Was sagt ihr zu dem Video und vor allem, was sagt ihr zu dem Song? Ich fand ihn sehr, sehr nice, war mal was anderes. Ich fand OG Kimos Part wirklich anders nice, auch am besten von allen. Natürlich Lugatti und Nein, beide auch Top-Hits, ihr wisst. Und genau, meine Antwort auf die Frage, welches Feature wünsche ich mir als nächstes für Lugatti und Nein? Mike Moto und MX42. Kann natürlich sein, dass ich da schon was verpasst habe. Wenn ja, dann korrigiert mich bitte. Aber Lugatti, Nein, MX42, Mike Moto wäre schon eine wilde Kombination. Und genau sowas würde ich mir wünschen. Falls ihr das auch so seht, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, ihr wisst, folgt mir ja gerade auf Instagram, abonniert mich auf YouTube. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bow. Ciao.